Hallo zu 5 Dingen, die euch vielleicht in Atlas helfen könnten. Wie zum Beispiel, wie macht man pinke Flaggenmäste? Wird euch auch noch erklärt. Genau, wir haben ja gesagt, dass wir nicht mehr so diese großen Guides machen werden, sondern vielmehr so kleinere Sachen, die wovon mehrere in einem Video passen. Und damit fangen wir heute mal an. Und zwar werden wir heute das Angeln, das Malen von zum Beispiel Flaggen, Booten, wie der Schreder das hier im Hintergrund schon tut, Tieren, Schiffen und sonstigen behandeln. Wir werden euch die verschiedenen Equipstufen erklären, von den, also von der Rüstung und wie ihr die Rüstung aufwertet und sonstiges. Wir werden euch erklären, wie man taucht und wir werden auch kurz auf das Breeding eingehen. Aber wie gesagt, anfangen tun wir auf jeden Fall mit dem Angeln. Wichtig fürs Angeln ist, ihr braucht eine Angelrute und ihr braucht irgendeine Form von Saps oder Sugar, um das als Köder zu benutzen. Ihr nehmt dann den Sap oder den Köder, den ihr habt, zieht den auf die Angel und der wird dann damit eigentlich gespeist. Versucht das jetzt einfach mal so. Er zeigt mir zwar 0 von 1 an, aber wir versuchen das mal. Oder ich nehme einfach die der Schreder mir hier hingelegt hat. Und wir ziehen das einfach nochmal neu auf die Dings. Okay. Okay. Bleibt dabei. Ganz wichtig noch, ihr braucht einen Stuhl, weil ihr könnt nur, wenn ihr sitzt, auch angeln. Wie ihr seht, drücke ich gerade die 2. Also ich versuche die Angel in die Hand zu nehmen, aber ich sitze nicht, also geht das nicht. Und ihr braucht tiefes Wasser, denn es geht nicht, wenn ihr zum Beispiel an einem flachen See oder so seid. So, und dann setzt ihr euch auf den Stuhl. Dann werft ihr eure Angel aus. Ihr seht dann, ihr könnt nur da, wo ihr auch diesen blauen Pfeil, dieses blaue Kreuz bekommt, könnt ihr auch hinwerfen. Und dann ist es ein großes, großes, großes Warten. Man wartet sehr lange. Es sollte vielleicht dazu gesagt sein, dass sich ein Speer zu craften und unter Wasser zu springen und einfach mal eben einen Fisch zu töten, gefühlt 3000 Mal schneller funktioniert als das Angeln. Aber es gibt Menschen, die möchten wissen, wie es geht und deswegen zeigen wir euch das und wir warten. Da ist der Fisch, der beißt an. So, und jetzt habt ihr ein Minigame. Ihr müsst jetzt W drücken, D drücken, E drücken, Z drücken, W, A, S, nochmal S und dann haben wir den gefischt. Das war jetzt ein Seabass Level 24, 1,0 Multiplikator mit der Qualität von, ich habe es jetzt vergessen. So, und dann habt ihr 10 mal Fisch. Okay, dann würde ich sagen, direkt weiter mit Schreder, der euch jetzt erklärt, wie er hier alles bunt malt. So, meine Lieben, wie ihr schon gesehen habt, ich konnte die Finger nicht stillhalten. Ich habe Lato eben schon die ganze Zeit geärgert. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, wie man denn Pinsel benutzt, wie man Flaggen bemalt, wie man Menschen bemalt, wie man theoretisch auch Tiere bemalt, wie man sein Schiff bemalt, wie man Dinge bemalt. Das ist nämlich eine ganz coole Sache. Zuerst braucht ihr natürlich einmal einen Pinsel. Den Pinsel stellt ihr euch easy her, mit ein bisschen Hide, Thatch, Wood. Und dann benötigt ihr Farbe. Farbe ist gar nicht mal so einfach zu bekommen. Also was der Schreder euch gerade sehr kompliziert versucht zu erklären, ist, dass ihr einfach eine Kochstelle nehmt, da Beeren und Wasser reintut. Und dann könnt ihr in dem Crafting-Menü der Kochstelle euch Farben herstellen. Ja, ich habe jetzt hier schon ein paar Farben mir mal rausgesucht. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für ein klassisches, charmantes Pink. So, jetzt nehme ich die Farbe und schiebe die im Endeffekt dann nur auf meinen Pinsel drauf und schon ist die Farbe drauf. Jetzt habe ich ja hier meinen Pinsel. Mit Rechtsklick kann ich mich selber bemalen. Sieht man jetzt noch nicht, weil ich einen Helm auf habe. Ich nehme den mal ab, da kann man das schöner sehen. Ich sehe es schon. So. Ja, und so kann man sich im Endeffekt wunderbar selbst bemalen. Das funktioniert übrigens auch mit Linksklick auf anderen Spielern. So sieht man jetzt, du hast doch einen Helm auf. Nimm mal deinen Helm ab. Haha, ist nix.
Ja, super, du hast einen Schnurrbart. Ja, du auch. Trotzdem sieht man es bei dir. Du machst irgendwas falsch. Da kann man wunderbar eine Monobraue machen. Oder halt einfach nur Dreck ins Gesicht. So. Funktioniert super, um Leute zu trollen. Was aber viel interessanter ist, finde ich, es funktioniert halt auch bei Tieren. Ich habe mir letztens auch einen Wolf mit blauem Kopf gemacht. Und es funktioniert an sämtlichen Möbeln. Per Linksklick öffnet sich jetzt hier so ein kleines Menü. Und da könnt ihr auch eure Farben auswählen. Schiebt die dann, die Farbe, die ihr haben wollt, die jeweilige, schiebt die auf euren Pinsel. Und dann habt ihr hier Regions. Region 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je nachdem, welche Regions so ein, oder wie viele Regions so ein Objekt hat, könnt ihr die bemalen. Das ist total easy. Ich habe die Farbe aufgetan, klicke auf die Region, die ich bemalen möchte und schon haben wir pinke Massen. Hier unten ist die Farbe, die jetzt gerade noch auf unserem Pinsel drauf ist. Und schon haben wir ein bisschen weniger Farbe. Aber wir haben einen pinken Mast. Das funktioniert im Prinzip wirklich für jede Region, die ihr hier seht. Okay, das sind jetzt dann die Seile. Ach, guck mal. Und da haben wir dann im Prinzip unsere Säge, die wir auch dementsprechend anmalen können. Das ist die eine Sache, die funktioniert. Ihr könnt die ganze Region im Prinzip bemalen. Dann gibt es aber auch noch eine andere Sache. Ich nehme mal eine, die so ein bisschen hervorsticht. Hier, das Grün wird wahrscheinlich nicht so schön sein. Hier, nee. Hier, Orange. Ihr könnt nämlich zusätzlich zu diesem auch nochmal, ja, eure eigenen Logos auf diese Bereiche draufmalen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Flaggenlogo habt oder ein Flaggenlogo erstellen wollt, könntet ihr theoretisch jetzt hier alles weiß machen und könntet hier im Prinzip euer Logo, eure Flagge draufmalen und könntet das dann speichern, um es dann später zu laden und im Endeffekt dann wieder aufzutragen auf eine neue Fläche. Total coole Sache. So. Und dann ist im Prinzip das Painting geladen und dann könnte ich das jetzt theoretisch exakt so, wie es hier ist, auf alle drei übernehmen, auf alle drei Säge. Funktioniert für Flaggen. Oh, hallo Wolf. Dich bemale ich auch. Guck. Und das könnt ihr im Prinzip auch für Tiere machen. Wer da halt ein bisschen mehr Zeit hat, kann tatsächlich echt hier stundenlang verbringen und so einen Wolf komplett anmalen. So, und natürlich hatten wir beim letzten Mal ja auch wunderschöne Rüstungen und Waffen. Ihr könnt die Farbe, die ihr euch hergestellt habt, total easy auf die jeweiligen Sachen ziehen, die ihr einfärben wollt. Und könnt dann auch hier bestimmte Bereiche einfärben. Das funktioniert im Prinzip für jede Farbe, jede Region bei solchen Sachen. Da kannst du dir total sexy Outfits machen. So. Funktioniert für Waffen, für Rüstungen und bei Menschen. So, dieses Format ist ja ein bisschen anders als so, wie unsere Guides bisher kanntet. Lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, was euch besser gefällt. Diese kleinen Kurzguides, wo wir euch mehrere Sachen ganz kurz nur erklären. Oder die Guides, die sehr viel ausführlicher und größer waren. Und natürlich, wie immer, wenn ihr Ideen habt, bitte unten in die Kommentare, sowohl für lange Guides als auch für die 5 Tipps, die euch in Atlas helfen. So, dann haben wir natürlich eine Sache noch, die ist für ganz viele ganz interessant, und zwar die verschiedenen Qualitätsstufen von Equip. Ihr bekommt also, wenn ihr zum Beispiel eine Schatztruhe oder sonstiges öffnet, bekommt ihr diese Rezepte. Die gibt es in verschiedenen Farben und die könnt ihr dann herstellen. Da gibt es einen kleinen Trick, aber das zeige ich euch, das ist immer das Gleiche, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir die Sachen aufwerten. Also ihr könnt die in einer stärkeren Form herstellen und dann könnt ihr sie zusätzlich nochmal aufwerten. Wir haben hier uns 4 verschiedene Sachen gemacht. Das Schild gehört nicht dazu. Also wobei das Schild, sieht man ja gerade mal, das Schild ist die ganz normale Standardqualität. Ne? Das, was jeder von Anfang an herstellen kann. Dann gibt es grüne Items, wie diese Waffe, die sind dann ein Stückchen besser und lassen sich auch um einen Wert auf upgraden. Dann gibt es die blauen Sachen, die sind nochmal besser, lassen sich dann um mehrere Werte auf upgraden. Dann kommen schon die lila Sachen. Und die lila Sachen sind die letzten Sachen, die ihr ohne Mythos herstellen könnt. Mythos bekommt ihr von besonders starken Gegnern, wie zum Beispiel der Hydra oder dem Kraken im Wasser. Und dann gibt es eben noch das Mythical. Dafür braucht ihr dieses Mythos. Und ja, jetzt einmal zu der Art, wie ihr das denn upgradet. Wenn ihr jetzt mal hier die Sachen in eure Werkbank legt,
Dann seht ihr, oder ich nehme noch mal kurz raus bei dem Grünen, ihr seht, er hat Anforderungen. Er möchte Flint 2x9, Height 2x10. Und das geht so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Blaue nehme, dann möchte er 3x6 Height oder 3x7 Fiber. Wenn ich das Lilane nehme, möchte er 4x1 Fiber, 4x3 Stone. Jetzt fragt ihr euch, warum sagt er dann nicht, er will 4 Fiber oder er will 4x3 sind 12 Stone haben oder 12 Wood. Genau das ist das Problem, was wir am Anfang auch nicht kapiert haben. Im Endeffekt will er euch damit nur sagen, wie viele verschiedene Arten er haben möchte. Das heißt, ich werde das jetzt einmal an der Waffe hier demonstrieren mit dem Flint. Nehme ich jetzt ein Flint, dann habe ich zwar genug Flint, das sagt er mir auch, ich habe 68 Flint, aber ich habe nur eine Art von Flint. Nehme ich jetzt eine zweite Sorte Flint dazu, dann sagt er beim Flint, alles cool, so will ich das haben. Und so müsst ihr das immer wieder machen. Das heißt, wenn der 2x9 Flint von euch haben möchte, dann will der 2 verschiedene Arten Flint und davon jeweils 9 Stück. Wenn ihr jetzt dann die Waffe nehmt, wir machen das jetzt mal bei der blauen Waffe zum Beispiel, Rechtsklick, dann könnt ihr auf Upgrade gehen. Jetzt sehe ich gerade, dass irgendjemand uns das Hide aus der Kiste geklaut hat, deswegen kann ich das jetzt hier gerade nicht machen. Dann nehmen wir die die lilane Waffe. Da will er Fiberstone und Wood. Und jetzt können wir sagen, okay, wir möchten den Waffenschaden erhöhen zum Beispiel. Dann machen wir das. Und dann will er aber wieder mehr Anforderungen. Dann will er 4x4 Stone, 4x4 Wood oder 4 und 4x2 Fiber. Zudem will er auch immer Goldcoins für ein Upgrade haben. Wenn wir jetzt nochmal upgraden, dann will er 4x5 Stein, 4x5 Wood und 4x2 Fiber. Das können wir jetzt so lange machen, bis die Upgrade-Slots voll sind. Diese Waffe hatte zum Beispiel jetzt nur 3 Upgrade-Slots oder die Spitzhacke. Und die haben wir jetzt alle voll gemacht und deswegen ist die Waffe jetzt maximal abgegradet. Dann haben wir aber zum Beispiel auch noch die Stiefel. Das sind diese Mythic-Stiefel und wenn wir die upgraden, dann brauchen wir dieses Missers noch dabei. Und hier seht ihr schon, hier können wir alles Mögliche. Wir können Intelligenz scalen, wir können Melee-Damage-Multiplier scalen und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, das ist alles, was gesagt werden musste. Ne? Also Reihenfolge ist Standard, den jeder herstellen kann. Grün, blau, lila und dann ist es so türkis oder so. Ne? Und wie immer das Upgrade haben wir auch gezeigt. Dann ist der Schreder jetzt dran mit dem Thema Tauchen. Nächste Sache, die ganz hilfreich sein könnte, ist das Tauchattachment für euer Schiff. Ja, ich fange einfach mal an, indem ich euch zeige, was ihr eigentlich dafür benötigt. Und zwar findet ihr das Ganze unter Structures, Ship Add-ons und dann habt ihr hier schon euer Diving Attachment. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Ihr braucht dafür 150 Fiber, 46 Hide, 62 Metall, 260 Wood, um das Ganze herzustellen. Und ihr benötigt Öl. Ganz, 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 ganz viel Öl. Und warum ihr das Öl braucht, das seht ihr nachher nochmal. So, da sind wir wieder zurück auf unserer roten Pracht. Doch, Attachment. Ich finde es sieht furchtbar aus. Das sieht einfach nur furchtbar aus. So, das schlimmste Schiff, das ich jemals gesehen habe. Das Tauchattachment könnt ihr, seht ihr ja schon, es klickt im Prinzip schon an. Könnt ihr dann direkt aufbauen. Und um den Tauchanzug benutzen zu können, braucht ihr das Öl, von dem ich euch eben gesagt habe. Das Öl schiebt ihr im Prinzip hier in das Inventar rein und könnt dann hier den Tauchanzug ausrüsten. Ist eine wunderschöne Sicht, ein bisschen knapp. Und mach mal. Kannst du nicht mit K oder so, dass du dich selber angucken kannst? Nee, wow. Da habe ich, Leute, ich sehe mich zwar selber, aber ich sehe trotzdem das Gitter. Okay, das ist ja praktisch. Das sieht richtig sexy aus. Ja, das ist der Tauchanzug. Ab ins Wasser. Ihr habt jetzt hier im Prinzip theoretisch unendlich viel Luft, aber unten rechts habt ihr so eine ganz, ganz kleine Anzeige mit einem Timer, die runterläuft. Je tiefer ihr geht, umso geringer wird die Zeit. Und wenn ihr dann eine konstante Tiefe erreicht habt, dann pegelt sich diese Zeit auch ein, die ihr da unten seht. Die geht jetzt noch recht flott runter, weil es ja tiefer ist, man braucht mehr Sauerstoff. Das pegelt sich aber ein, wenn man eine gewisse Tiefe erreicht hat. Kleiner Profi-Tipp von uns.
Je tiefer ihr kommt, umso dunkler wird es im Wasser. Ab einer gewissen Tiefe ist es echt sinnvoll, mit einer Laterne, also wirklich eine Laterne mitzunehmen und die dann unter Wasser anzumachen. Ihr habt eine bestimmte Reichweite, mit der ihr euch dann vom Boot entfernen könnt. Das ist dann Schlauchlänge, die habe ich jetzt erreicht. Weiter komme ich nicht. Wenn ihr tief genug seid, findet ihr Perlen, Korallen und auch seltene Fische. Kommen wir nun zum Breeding. Als allererstes, Breeding ist eigentlich nichts, was dafür gedacht ist, dass ihr das irgendwo auf einer Insel macht, sondern ihr solltet ein möglichst großes Schiff haben und auf diesem Schiff breeden. Denn ihr braucht verschiedene Biome dafür. Affen brauchen ein anderes Biom als Hasen, Bären brauchen ein anderes Biom als Hühner und so weiter und so fort. Wenn ihr euch also jetzt eine riesen Base baut und versucht da eure Tiere zu breeden, dann wird das schief gehen, weil ihr die meisten Tiere dann nicht breeden könnt. Wir können auf dieser Insel auch momentan keine vernünftigen Tiere breeden lassen. Und ich zeige euch das einmal auch warum. Wir haben jetzt hier diese zwei Hühner. Wenn ihr breeden wollt, dann nehmt ihr so einen Huhn hier und geht auf Behavior, wenn ich denn jetzt nicht in der Tür verstecken würde, sondern mir hier so ein Hühnchen mal angucken könnte, dann würde ich euch das zeigen. So, hier auf Behavior und da geht ihr auf Enable Wandering. Das macht ihr bei beiden Hühnern. Muss natürlich immer männlich und weiblich sein, das ist ganz wichtig. So, Behavior, Enable Wandering, jetzt können wir die Tür auch wieder schließen. Immer Männchen und weiblich. Männlich und weiblich und sie müssen vom Level ungefähr gleich sein. Und dann seht ihr diese zwei Herzen über dem Kopf, das heißt, sie sind in einer Partnerschaft. Jetzt seht ihr aber bei dem weiblichen Hähnchen schon Undesirable Biome for Mating. Das heißt, das Hühnchen kann sich hier in dieser Desert-Umgebung, in der wir uns gerade aufhalten, nicht fortpflanzen. Wenn ihr jetzt einen Eisberg darüber sehen würdet, dann wäre es ihm zu kalt. Würdet ihr eine tropische Insel darüber sehen, dann ist es ihm zu warm. Das kann man noch so ein Stück weit beeinflussen, indem man die Tageszeit mitspielen lässt. Ich habe das zum Beispiel bei Bären mal auf einer Tundra gemacht. Da war es tagsüber ziemlich warm. Da war es dann warm genug, damit die sich trotzdem paaren konnten. Deswegen werden wir euch das jetzt nicht in Videoform zeigen, sondern ich erkläre euch das kurz. Wenn die beiden nun bereit wären, sich zu paaren, dann würden sie das irgendwann tun. Deswegen habe ich diese 1x1-Box gebaut, damit sie nicht zu weit voneinander weglaufen. Weil sie werden dann irgendwann nicht nur diese zwei Herzen, sondern ganz viele kleine Herzen über dem Kopf kriegen. Und das ist der Moment, wo sie anfangen, sich zu paaren. Wenn sie sich dabei zu weit voneinander distanzieren, dann hören die damit auf. Das heißt, die müssen irgendwo nah zusammenbleiben, deswegen diese kleine Box. Das ist dann ein Prozentsatz, der langsam abläuft. Und wenn 100% erreicht sind, dann ist das weibliche Tier schwanger. Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Ein Hase ist eine Stunde schwanger, ein Bär ist 4 Stunden schwanger und so weiter und so fort. Das kommt immer auf das Tier an. Nach dieser Zeit, also beim Hasen eine Stunde Schwangerschaft, bekommt der Hase, weil es ein Säugetier ist, sofort ein Kind. Dieses Kind muss sofort möglichst schnell mit Futter versorgt werden. Und wenn dieses Hühnchen mich jetzt hier mal rauslassen würde, würde ich euch auch zeigen. Das sind die Horrorhühnchen, die lassen mich nicht raus. Und der Schreder macht immer die Tür zu, wenn ich gerade wieder raus will. Ich wollte dir nur helfen. ihr macht euch hier so einen Fressnapf fertig und da haut ihr so viel Futter wie möglich raus rein. Ich glaube, mein Häschen hat in den ersten Minuten über 300 Karotten gefressen. Also bereitet euch wirklich darauf vor, dass die euch die Haare vom Kopf fressen. Das Häschen wächst dann irgendwann langsam auf, wird immer älter, muss alle paar Stunden mal Zuneigung von euch bekommen. Das passiert in Form von Streicheln oder sonstigem. Und dann irgendwann ist der Hase erwachsen. Was bringt Breeding? Breeding bringt eigentlich das, was es auch in Ark gebracht hat. Es werden entweder gute oder schlechte Eigenschaften, also es wird immer random, die Eigenschaften von den Elterntieren werden auf das Tier wiedergegeben. Das heißt, ich hatte eine schlechte Zucht bei dem Hasen, hatte 250er Hasen und der Hase, der rausgekommen ist, ist 125 gewesen. Wäre alles gut gelaufen, wäre der 175 gewesen. Das heißt, ihr könnt mit dem Breeding viel höhere Level erreichen, als das Spiel eigentlich
vom normalen Tamen her freigibt, weil vom normalen Tamen kommt ihr nur auf 150. Bei den Hühnern ist es ein bisschen anders. Die Hühner, wie Hühner das halt so machen, legen befruchtete Eier. Diese befruchteten Eier müsst ihr dann an ein Feuer werfen, sodass die richtige Temperatur erreicht ist. Auch das ist wieder abhängig von der Umgebung. Denn in einer kalten Umgebung braucht ihr wahrscheinlich ein Feuer mehr oder eine größere Feuerquelle. Und in einer warmen Umgebung kann es sein, dass ihr gar kein Feuer braucht. Deswegen auch da immer ausprobieren. Und aus dem Ei schlüpft dann ein Küken und dann habt ihr das gleiche Spiel wie beim Hasen. Breeding ist mitunter die nervigste Sache in Atlas. Der Schreder wird bestätigen, dass ich gerade einen kreativen Komplett-Nervenzusammenbruch hatte, weil ich seit wie vielen Wochen versuchen wir jetzt einen Breeding Guide zu machen? Zwei. Seit zwei Wochen versuchen wir dauerhaft einen Breeding Guide zu machen und wir verzweifeln daran. Und deswegen ist das, was wir jetzt getan haben, alles, was wir jemals auf diesem Channel zum Thema Breeding in Atlas sagen werden. Vielen Dank. Gut, das waren dann unsere 5 Dinge, die euch in Atlas helfen könnten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Abonnieren und Glocke natürlich anmachen. Und mit dem tanzenden Schreder verabschieden wir uns dann von euch und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.